erhabener Herrscher. Allah sei mit euch und breite seine Hand über euer Haupt. Gewähret mir, o Sonne des Morgenlandes, eine Bitte. Warum wirft sich denn der Mann auf den Boden? Der Sultan ist so erhaben, dass sich jeder vor seinem Glanz verneigen muss. Oje, die Miene des Sultans verdüstert sich. Irgendetwas stimmt nicht. Er flüstert seinem Visier etwas ins Ohr. Oje, kann sein, dass der Bittsteller einen winzigen Fehler gemacht hat. Wie kannst du es wagen, dein Gesicht zu heben? Weißt du nicht, dass kein normaler Sterblicher ungestraft im Lichte des Orients, Allah sei mit ihm, ins Antlitz sehen darf? Gnade, Herr! So hab Gnade mit mir! Ich bin nur ein armer, rechtschaffener Wasserverkäufer. 10 hungrige Kinder und mein gutes Weib warten zu Hause darauf, dass ich ihnen etwas zu essen bringe. Jetzt tuscheln der Visier und der Sultan schon wieder. Warum sagt denn der Sultan nicht selbst, was er will? Ja, was denkst denn du? So ein Sultan spricht doch nicht mit jedem. Das haben früher die Könige und Kaiser in eurem Land auch nicht getan. Sag an, bist du Emre, der Wasserverkäufer? Ja, Herr, so nennt man mich. Dann bist du der, von dem es heißt, er sei der beste Geschichtenerzähler in ganz Istanbul. Der erhabene Herrscher in seiner unermesslichen Gnade will dir noch einmal verzeihen, wenn es dir gelingt, ihn durch eine deiner Geschichten zum Lachen zu bringen. Das lässt sich Emre nicht zweimal sagen. Gleich erzählt er eine Geschichte von Nasreddin Hoca, dem bekanntesten Spaßvogel der Türkei. So höret denn, mein Gebieter! Eines Tages hatte Nasreddin Hoca seinen Esel verloren. Er lief durch die Gassen seiner Stadt und hob immer wieder die Arme zum Himmel empor. Allah sei Dank, rief er dabei ständig. Die Leute, die das hörten, schüttelten den Kopf und fragten sich, ob er noch ganz bei Sinnen sei. Einer seiner Nachbarn sagte schließlich, Hoca, wie kannst du Gott danken, wenn du deinen Esel verloren hast? Hoca schaute den Fragenden verwundert an. Stell dir nur vor, ich hätte auf dem Esel gesessen, dann wäre ich jetzt auch verloren. Soll ich dann nicht die Güte und Weisheit Allahs preisen? Ist das nicht prima? Emre hat es geschafft. Der Sultan lacht und lacht. Er kann gar nicht mehr aufhören. Heutzutage ist das Topkapi-Serai ein Museum und jeder kann dort die vielen Schätze Suleimans und der anderen Herrscher bestaunen. Taubeneigroße Rubine, Saphire, Diamanten und Perlen, feinstes chinesisches Porzellan, kostbar bestickte Kleider. Und auch ein Bild von Hoca auf seinem Esel gibt es hier.